Hallo und herzlich willkommen zu unserer Playlist zu den parapsychologischen Geräten, die wir auf unserem Zoom verwenden. Und heute möchte ich euch den Klassiker vorstellen, der Kommunikation, quasi die allererste gute Kommunikation, die dokumentierbar war. Audiokommunikation mittels den Audio-Recorder, Voice Manager, Tiergerät und so weiter. Die Geräte machen alle mehr oder weniger dasselbe und das ist auch so gedacht. Wir nehmen unsere Stimme auf und stellen Fragen, Behauptungen, vielleicht sogar Provokationen, manchmal auch einfach nur irgendwo zur Kontrolle, um zu sehen, ob im Hintergrund irgendwas aufgenommen werden kann. Und bei der Wiedergabe hören wir an, ob Sachen drauf sind, die nicht von uns oder der Umgebung stammen und vielleicht sogar Antworten auf die Fragen darstellen. Wie funktioniert das? Eigentlich ein sehr einfaches Prinzip, ähnlich wie bei der Ghostbox. Und zwar, wir geben hier ein Medium an, was in der Lage ist, quasi Audio aufzunehmen, wie die Ghostbox. Jetzt kommt der Unterschied, wir geben nichts zum Modulieren. Aber das zeichnet ein viel breiteres Band an Audio auf, sprich an Schallwellen, als wir quasi wahrnehmen. Und bei der Aufnahme können also Sachen mit drauf sein, die wir so nicht hören konnten. Das ist noch nicht genau geklärt, ob das oder wie das funktioniert. Es gibt sehr, sehr, sehr prominente und richtig gut dokumentierte EVPs. Das ist das, was am Ende dann rauskommt. EVP, Electronic Voice Phenomenon, kurz elektronisches Geräuschphänomen, bedeutet quasi eigentlich aber nur, man hat was aufgenommen, was man vorher gar nicht hören konnte und quasi nur bei der Wiedergabe dann hörbar ist. Und euch möchte ich heute erst einmal, bevor ich weitermache, damit ihr seht, worüber wir reden und wie gut dieses Zeug funktioniert, wie gut es dokumentiert ist, ein Ausschnitt, es geht viel länger, aber ein Ausschnitt zeigen aus einem ganz, ganz berühmten, ja, es ist kein klassisches EVP in dem Sinne, weil es schon eine Zwei-Wege-Kommunikation ist, aber quasi dasselbe Prinzip. Film ab! Physicist Ernst Senkowski is among several researchers who claim to have received phone calls from the dead. In 1976, while working at his home in Germany, he claims to have received a call from video ITC experimenter Klaus Schreiber, who had been dead for several years. He came through with his voice on my telephone, and it was the absolutely clear voice of Klaus Schreiber. And I was, for a moment, astonished. And then I said, Klaus, do you allow that I record it? And he said, yes. And then he said, please give my greetings to Rainer Holbe, with whom he co-worked already during Lifetime. Und sag auch dem Rainer Holbe Bescheid, dass die Verbindung geklappt hat. Es ist fantastisch, lieber Klaus. And to the people in Luxembourg, they will be very glad. Die Leute aus Luxemburg werden sich freuen. And then, Klaus, I asked him, did you ever try to get in contact with other people? And he said, naturally. Klaus, hast du versucht, dich manchmal über Radio zu melden? Selbstverständlich. But I have here somebody who wants to speak to you. And I give him the device. And you hear something like rattling. Aber ich habe hier jemand, der sich bei dir melden will, Ernst. Ich gebe ihm das Gerät. And then a Roman Catholic Cardinal came through. Hier, hallo. Ja. Hier Augustin Lund. Augustin Lund. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. And I was dialoguing with him and he quoted a sentence which my late father used when he had some struggling about the National Socialists. He was not a man of any party, but he did not like them. And he used a special sentence from his home country, Eastern Prussia. And this was quoted by this cardinal. And he said, I know your father. He told me, and then came the sentence. It's a very nasty sentence. Literally translated, it means, I cleaned his stomach. What does it mean? It means, I told him the truth. Ihr Vater, ich kenne ihn. Er sagte mir, man hat den Menschen den Magen rein gemacht. Ja, das hat er gesagt. But I never used it. My wife did not know it. My children did not know it. My father died in 1959. As there is no one
who is able to use this sentence and send it to me via telephone. My wife was listening downstairs. So it's not my hallucination or my illusion. It has been taped by the answering machine and witnessed by my wife. So there is no way out, believe me. This is reality. And if somebody, maybe the greatest scientist, refuses to take it, it is his problem, not my problem. Sorry. Genauso ist das man mit unseren Geräten hier, mit diesem Gerät, wir haben noch ein paar andere, nur dass es halt quasi, was wir gerade gesehen haben, ist ja eher wirklich eine zweiseitige Kommunikation. Das haben wir dann später mit einem anderen Gerät. Das, was wir machen, ist eher so, wie sich mittels WhatsApp oder so Sprachnachrichten zu schicken. Sprich, wir fragen was, hoffen, dass eine Antwort kommt, wissen es aber nicht, stellen vielleicht noch ein paar weitere Fragen. Dann hören wir das an. Wenn wir dann was haben, dann versuchen wir darauf einzugehen und weiter Fragen zu stellen oder bei späteren Untersuchungen am selben Ort dann nochmal darauf einzugehen. Gut ist natürlich, wenn wir das reproduzieren können, sprich, wenn ich frage, wie ist dein Name, wie heißt du, und dann kommt, weiß nicht, Anna, ich stelle die Frage später noch einmal am selben Ort am besten und es kommt sogar mit derselben Stimme, oder selbst wenn ich später nochmal auf Untersuchung bin, nochmal Anna, dann ist das schon mal ein sehr guter Beweis. Natürlich besteht hier die Gefahr, dass Umgebungsgeräusche sehr, sehr viele Verunreinigungen machen. Jetzt möge der clevere Beobachter sagen, gibt doch die ganz modernen Dinger mit diesen supergeilen Rauschfiltern. Ja, die gibt es. Man muss nur mit Rauschfiltern sehr, sehr aufpassen, wenn man solche Aufnahmen macht, weil oftmals sind die Sachen sehr leise hörbar. Mit späteren, besseren Kommunikationsgeräten, die nicht Audiorekorder sind, sondern Portal etc., da geht es schon mit Verstärker und so weiter, aber hier, bei dem ist es so, das, was man hört, ist sehr selten so laut wie das eigene Gesprochene und auf einer anderen Frequenz, aber meist auch sehr viel leiser und geht oft ein Rausch unter. Was dazu führt natürlich, dass dann, wenn wir einen Rauschfilter haben, der das als Rauschen miterkennt, mit rausschneidet, was natürlich für ein Diktiergerät auch sinnvoll ist, das ist ja nicht für Geistersuche oder sowas entwickelt worden, aber natürlich für ein Diktiergerät toll, klare Aufnahme, aber hier verschwinden vielleicht Sachen, die wir eigentlich gerne gehört hätten. Deswegen immer aufpassen, kleine Rauschfilter, die wirklich so ein Systemrauschen, zum Beispiel von einem eigenen Motor oder so unterbinden, ist okay. Die aber quasi richtigen Input dann quasi mindern, mit Vorsicht zu genießen. So, das ist wie gesagt ganz simpel. Ich starte den jetzt mal. Ich mache jetzt einfach mal eine ganz normale Aufnahme. Ja, schönen guten Tag. Egbert Aust ist mein Name. Ich mache hier gerade das Video. Gibt es vielleicht, ist hier vielleicht jemand, der eventuell auch Lust hat, noch zu diesem Video etwas beizutragen? So, hab gestoppt. Man muss hinterher natürlich eine Pause lassen und die Möglichkeit geben, dass da eine Antwort kommt. In der Location hier wird jetzt keine Antwort kommen. Wir hören uns es aber trotzdem mal an. Muss noch kurz schauen, wo ist es, dass wir volle Lautstärke auch machen, damit man überhaupt was hört. So, okay, mal schauen. Ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme, sonst schneide ich es nochmal rein. Ja, schönen guten Tag. Egbert Aust ist mein Name. Ich mache hier gerade das Video. Gibt es vielleicht, ist hier vielleicht jemand, der eventuell auch Lust hat, noch zu diesem Video etwas beizutragen? Ja, schönen guten Tag. Gut, nochmal anhören brauchen wir uns nicht. So, ich lösche es auch gleich mal. Nicht, dass ich dann irgendwo mal auf eine Untersuchung denke, oh cool, was ist das? Hey, ich habe was aufgenommen. So, ja, also, das ist das Gerät. Wie gesagt, gibt noch ein paar andere. Man muss sagen, aufpassen mit Rauschfiltern. Und man hätte in der Pause dann eventuell etwas jetzt hören können, was wir quasi nicht aufgenommen haben. Der einfachste Beweis wäre, die Videokamera hat es nicht aufgezeichnet, obwohl die Audio hat, das Gerät aber schon. Allerdings sind die Geräte halt so, dass sie wirklich ein viel breiteres Spektrum aufnehmen, es sei denn, man hat eine entsprechende Spezialkamera, die kann das dann bestimmt auch. Wir haben jetzt quasi nichts gehört, außer die wunderbare, natürliche Atmosphäre hier. Ihr habt doch gemerkt, das Gerät ist so, ja, ist ein bisschen von Hersteller gebaut und gleichzeitig auch von mir kalibriert, dass es halt auch deutlich ein großes Spektrum wiedergibt, was der ganze Sinn der Sache ist. Und so haben wir dann quasi die Gelegenheit, im Nachhinein dann auch mit Audiosoftware uns anzuhören, Störgeräusche rauszufiltern, wobei das ein bisschen Übung bedarf, und dann eventuell ein paar schöne Aussagen zu bekommen, die vielleicht sogar gute Antworten auf Fragen sind. Ja, das war quasi das Thema zu Audio, war heute sehr kurz. Wie gesagt, wenn wir dann zu den besseren, größeren Audiokommunikationen kommen, wird es vielleicht ein bisschen länger.
Und ja, ich hoffe, ihr habt euch über das Video gefreut und schaut auch bei uns in andere Videos rein. Ich würde mich natürlich drüber freuen und es wird uns natürlich auch sehr helfen, wenn ihr den Kanal abonniert, weil auf eure Hilfe sind wir natürlich auch mehr oder weniger angewiesen, damit wir weiter diese Videos machen können. Diese Videos hier mit der Theorie sind nicht mit so viel Aufwand verbunden, aber die Untersuchung-Playlist werdet ihr dann gleich sehen. Natürlich schon ein bisschen mehr Aufwand und da sind wir für jede Unterstützung dankbar. Bis dahin sage ich auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.